Ja, und ich muss jetzt auch gerade mal meinen Laptop wieder aufladen. Mal wieder. Ist ja total selten, dass ich das machen muss. Aber er ist nämlich nur noch bei 8% Saft. So, ja, der Richard Strauss, in dem Fall der Kevin MacLeod, mit seinem, also sprach Zarathustra. Und was mir auch jemand vorgeschlagen hat, hat irgendwas da, hat mit dem mal über Skype gequatscht. Und er hat gesagt, ja, also, ich könnte ja auch durchaus die Musik einfach später reinschneiden, aber ich bin halt wirklich da so jemand, der eigentlich die Musik am besten mitlaufen lässt, weil da muss ich nämlich die ganze Musik nicht nachträglich reinfügen und dass meine Sache mir einfach zu doof ist. Das dauert schon so lange genug mit dem Schneiden und so. Ah. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwann noch eine Scherorgie machen. Also eine Scherorgie. Also, wenn wir halt einen Haufen Schafe haben, können wir das auch mal probieren. Wir dürfen sich ja bloß halt nicht aus dem Zaun rausglitschen. So, hallo? Da hinten haben wir nichts mehr drin. Das haben wir schon mittlerweile rausgetan. Okay, gut. Nee, du bist ja Schäfer. So, jetzt mal bei 12 Wolle. Wie viel FPS haben wir? 40 FPS. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch ein bisschen steigern könnte. Ja gut, aber ich bin jetzt gerade ziemlich weit oben. Das ist wahrscheinlich normal, dass die FPS ein bisschen in den Keller gehen. Na. Aua. Sorry. Also momentan gehen die FPS mal wieder in den Keller. Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon etwas länger aufnehme. Ich weiß es nicht. Ja, da steht ja noch ein Villager drin. Unser heiliger Villager. So, ja gut. Worüber man auch noch quatschen könnte. Wobei ich hier nicht so genau weiß, wann diese Folge hier dann letztlich rauskommt. Die Geschichte mit dem Brexit. Die Briten haben sich jetzt ja, mit einer knappen Mehrheit dafür entschieden, aus der EU auszutreten. Wobei es jetzt wieder genug Leute, die gibt, die fordern, dass man vielleicht aus dem Brexit aussteigt, also der Exit aus dem Brexit. Aber das war halt auch schon eine. Upsi. Eigentlich recht knappe Entscheidung. Ja, kratzen wir das hier mal ein bisschen Erde weg. Das war eigentlich eine relativ knappe Entscheidung. Von daher, naja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, da doch den Brexit zu machen. Also, dass, vor allem, dass man halt das Ganze so gering gesetzt, also, dass man halt die Hürde so gering gesetzt hat. Also Fragen, da sollte man die Hürden eigentlich wesentlich höher setzen, bis dass das durchkommt. Weil, haben wir mal in Mathe gemacht, zum Thema Hypothesentests und so weiter. Generell bleibt man da lieber beim Status quo. Und erst wenn so eine gewisse Sicherheit wirklich da ist, würde man auch zum Beispiel einen Medikamententest oder sowas. Gehst in aller Regel her und vorzugst es lieber, dass es halt sicher ist, dass das Neue wirklich wirksam ist, wie dass da halt nur weil es gerade knapp
halt sich als, ja, vermeintlich ein bisschen wirksamer ausgestellt hat. Also es muss halt schon signifikant wirksamer sein, dass halt auch bestimmte Toleranzen, also bestimmte Schwankungen statistische halt ausgeschlossen werden können. Wenn du halt einmal einen Versuch machst, dann kann es halt zum Beispiel bei Medikamenten oder was auch immer, oder bei so Abstimmungen. Das ist meistens so eine ganz knappe Sache. Vor allem, wenn die halt so knapp ausgehen, dann würde ich mal dafür, ich würde mal sagen, solche Abstimmungen sollten mal mindestens eine Zweidrittelmehrheit haben, weil anders da ist es zu schwanken, ist es halt sehr starken Schwankungen ausgeliefert. Okay, der hat's eingesackt. Ja, buh mich nicht so an. So viele Geistliche. Aha. Hier hinten haben wir auch eine Bibliothekar, das ist der mit den 24. Den Fischer, nee, das langt noch nicht. Aber wenn schon mal Nacht ist, können wir erstmal noch ein paar Schafe abernten. Und halt Ausschau halten, ob irgendwo irgendwelches monströses Getier rumeiert. Was natürlich hier in der Umgebung jetzt nicht direkt der Fall ist. Moment mal, Schaf. Ey. Ich hätte gerne deine Wolle. Ach, Skelett. Lass mich in Ruhe. Naja, wo war mal Exit aus dem Brexit? Ja gut, das haben jetzt einige auch gefordert. Na gut, sie haben sich so entschieden und ja. Es ist für die Briten scheiße, das stimmt schon. Und so mancher Brite, der sonst wo in der EU lebt, also im Eurogebiet, der hat jetzt unter Umständen Geldprobleme, weil das Pfund ja wirklich sozusagen über Nacht ein paar Pfund abgenommen hat. Und was mir noch zu dem Thema einfällt, einer von den Mojang-Mitarbeitern hat er halt auf Twitter geschrieben. Da hat er auf Twitter geschrieben, ja, also das mit dem Brexit, halt gegen Brexit und so. Moment mal, machen wir es mal so. Wegen Brexit und so, da hat er halt geschrieben, ja, also das wäre jetzt, wenn das irgendein Strategiespiel wäre, also Civilization oder sowas, dann wäre das jetzt an die Stelle, an der er so ein Backup einspielen würde. Könnte man vielleicht durchaus auch mal machen, weil das ist so eine Stelle, an der ich jetzt nicht unbedingt weiterspielen will. Da will ich lieber ein Backup haben. So,
So, dann würde ich mal sagen, wir züchten hier einfach mal ein paar Bäumchen hoch. So, was passiert, wenn wir den jetzt hochziehen? Ja, okay, der ist nicht, jetzt nicht wesentlich höher. So, gut. Also besonders hoch war der jetzt nicht. Ach ja, das Niveau ist immer so eine Sache. Oh. Ja. Den Rest können wir da einfach lassen. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, dass es gerade hier so langsam so leicht laggy wird, die Aufnahme. Also sehr das Spiel halt. Ne, das würde ich eigentlich nicht da drin haben. Den können wir mal reinpacken. Was ist das für ein komischer Schäfer, der mit dem Schaf rummacht? Ich will nicht wissen, was der macht. So, schaltet er nichts frei? Schade. Ne, da haben wir nichts. Oh. Hammer, Pfeile? Nein, nicht genug. Scheibenkleister, ey. Mann. Ich will nicht alle Nase lang Löcher flicken müssen. Ach, Mann. Ich habe keine Lust, alle Nase lang hier Löcher zu flicken. Wir müssen da kurz da unten rein, damit wir da Licht machen können. So, dann mal, Pfeile haben wir jetzt wieder 5. Wir brauchen Infinity. Gut, wir haben kein Spezialitem bekommen, aber das ist ja wurscht. K
Kann es sein, dass es so leicht laggy ist? Ach ja, der Sand rieselt. Leise rieselt der Sand. Der Kommentator hier ist gehirnverbrannt. Ja, leise rieselt der Sand. Ey, was ist das für ein Schand? Weiter weiß ich nicht mehr singen. Ich weiß, es soll nicht scheiße klingen. Oh Mann, Mann, Mann. So, haben wir noch sonst irgendwelche... Ja, wir haben viel zu viel Scheiße im Inventar, damit können wir nicht in die Höhle gehen. Yeah. Ein Schaf ist da. Es ist ein Schaf gespawnt. Aus einer Wurzelzart. Nee, das war... Es ist ein Ross entsprungen, aber egal. Vielleicht noch ein Elch? Kann man ja nie wissen. Vor allem in Norwegen oder sowas. Halt, nee, das muss dahin und das muss dahin und das muss dahin und. Ui, Leute, das muss dahin. Ja, das passt sogar. Ja, mei, das ist ja geil. Oh, geil. Ja. Jo, meine, gucken wir mal, ob wir da noch einen. Naja, jo, mei. Jo, das ist schon geil, nicht? So. Naja. Und mittlerweile. Hui. Also ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann dürfte das Live-LP von Deponia schon durch sein. Glaube ich, also zumindest mal der erste Teil sozusagen. Ich habe ja bei Deadlink nachgefragt, also habe ich im Skyblock habe ich angesprochen, dass ich das machen werde. Als dann die Folge rauskam, habe ich es schon längst gemacht. Aber das Lustige ist, ich hatte halt. Das war am 23., wo ich angefragt hatte. Und das Lustigste ist, ein Jahr und ein Tag vorher. Ja, das reicht noch nicht. Ein Jahr und ein Tag vorher hatte ich damals für das Let's Play für Deponia angefragt. Ist mir das so zufälligerweise aufgefallen. So. Alter, wir müssen hier mal die Villager ein bisschen sortieren, weil ich. Ich muss das mal irgendwie aufteilen hier, weil ich habe hier nicht so wirklich die Übersicht. So, was haben wir denn noch im Inventar, was wir jetzt gerade nicht brauchen, ne? Schwarze Wolle, das müssen wir rüberbringen. Das packen wir mal dahin. Packen wir mal dahin. Eine weiße Wolle. Ist das der hier? Ja. Okay. Ja, ja, das ist, Aufgabe, Aufgeheimmission.
Rolle packen wir mal dahin. Dazu wollten wir ja mal gerade kurz rüber. Wir brauchen hier nur einen. So, das packen wir mal da rein. Den Bogen, ne? Können wir eigentlich mal da reinpacken, ne? Spitzhacke, die packen wir da drüben wieder rein. Die, das ist eigentlich unsere Bauspitzhacke. Wie viele Level haben wir mittlerweile? 24. Es ist schon ganz ordentlich was los hier. Und ja, irgendwie sieht es gerade so leicht ruckelig aus. Auch wenn Minecraft sagt, das sind 60, ja, 50 FPS. Na gut. Hallo, Freunde! Wie geht's denn so?